Ja, dieses ist ein Blauglockenbaum und wie man sieht, dieses ist der Trieb von einem Jahr. Sie ist recht windstabil, sie ist trockenheitsunempfindlich, was für die Zukunft sehr wichtig ist. Sie hat eine blaue Blüte im Frühling. Fürs erste Insekt eine blaue Blüte. Sie hat eine blaue Glockenblüte, Blauglockenbaum. Und deswegen hat sie eine blaue Blüte im Frühling, blaue Glockenblüte, bevor das Blatt kommt. Und das Blatt ist dann aber, wenn die Pflanze erstmal in die Blüte kommt, dann ist das Blatt nicht mehr ganz so riesig. Es bleibt ein bisschen kleiner. Das ist eigentlich sehr schön. Aber es ist ein schnell wachsender, 12 bis 15 Meter. Nee. Doch, es ist eigentlich ein kleiner Baum. Sie hat ein Herzwurzelsystem. Paula hat ein Herzwurzelsystem und ist zudem recht standfest, schnell wachsend, trockenheitsunempfindlich, CO2-Killer, kann für die Möbel... China. Kann für die Möbelindustrie mitverwendet werden, wird mittlerweile viel für die Möbelindustrie verwendet. Eine Paulownia, die bei Ihnen im Garten steht, ist nach 15 Jahren, hat die so eine Stammstärke wie eine 100-jährige Eiche. Nee. Doch. Also es ist schon echt irre.